Ja, hallo und herzlich willkommen. In diesem Video erkläre ich dir anhand der vier praktischen Schritte, was wir beim Lachyoga machen. Mein Name ist Eckbert Kriebling, ich bin Lachyoga-Mastertrainer. Beim Lachyoga lachen wir nicht nur, sondern es gibt auch Klatschübungen, Atemübungen, dann verspielte Gesten, wo man was Positives sagt und dann letzten Endes ganz viele Lachübungen und eigentlich dann halt auch noch viele andere Dinge, die wir da manchmal einfließen lassen. Ja, zum Punkt 1, die Klatschübung. Die dient dazu, dass du ein bisschen dich lockerst, aktivierst, dich belebst und dass die ersten Hemmungen auch fallen. Und deswegen klatscht man nicht so wie steife Erwachsene, sondern eher so wie Kinder. Ne? Die Finger sind so ein bisschen gespreizt und dadurch haben wir auch Kontakt zu den ganzen Handakupressurpunkten und stimulieren so den ganzen Körper. Der Rhythmus beim Lachyoga ist 1, 2, 1, 2, 3. In dem Rhythmus klatschen wir, aber verbunden auch mit einem Lächeln und mit einem Ton, einer Stimmübung. Wir sagen nämlich dazu ho, ho, ha, ha, ha und richtig auch den Mund zu bewegen. Ja? Und dieses ho, ho, ha, ha, ha ist noch nicht das Lachen, sondern eine Stimmübung, um die Stimme zu lockern, um ein paar Hemmungen abzubauen, dass wir überhaupt einen Ton von uns geben. Und das machen wir normalerweise in einer Gruppe auch kreuz und quer, dass wir durch den Raum gehen und uns in die Augen schauen. Okay, ich mach's mal kurz vor. Ho, ho, ha, ha, ha. 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 Ho, ho, ha, ha. Genau, wunderbar. Ja, und das macht man immer mal zwischendurch, genauso wie die Atemübung. Im einfachen Anfänger-Lach-Yoga macht man eine ganz simple Ein- und Ausatmung, die so geht, dass die Füße ungefähr beckenbreit sind, schulterbreit, ja, und Knie locker. Und dann atmet man durch die Nase ein, streckt sich zum Himmel, hält man einen Moment lang oben die Luft an und atmet dann doppelt so lange durch den Mund aus, indem man sich ein bisschen nach vorne beugt. Ich mache das mal vor. Einatmen, Luft anhalten, einen Moment lang und ausatmen. Und wieder einatmen, Luft anhalten und ausatmen. Ja, klassischerweise macht man es eben zweimal. Der dritte Punkt, verspielte Gesten, wo man was Positives sagt. Und das, was wir am meisten machen, ist folgendes, dass wir in die Hände klatschen und sagen sehr gut, klatschen nochmal in die Hände, sagen nochmal sehr gut und dann Daumen und Arme in die Höhe mit yeah, als hätte man was gewonnen. Also nicht so sehr gut, yeah. Ja, sondern drückt die volle Pulle und ich mache das meistens zweimal. Okay, los geht's. Sehr gut, sehr gut, yeah! Sehr gut, yeah! Genau, und der Grund, warum wir das machen, Lachyoga geht eben davon aus, dass es eine Wechselwirkung gibt zwischen Körperhaltung, Mimik, Gestik und auch das, was wir sagen, hat einen Einfluss auf die Stimmung, ne, auf die Laune. Und es hätte auch einen Einfluss, wenn wir Folgendes machen würden, immer mal wieder. Hat doch alles keinen Zweck, hat doch alles keinen Zweck, scheiße. Ja, dann wäre unsere Stimmung nicht besonders gut, wenn wir das immer mal wieder wiederholen. Und von daher machen wir eben genau das andere, verspielte Gesten mit einem Lächeln, wo wir was Positives sagen. Und dann der vierte Punkt sind letzten Endes Lachübungen. Lachübungen sind Übungen, wo man absichtlich lacht. Es gibt ganz, ganz unterschiedliche Lachübungen. Manche sind sehr verspielt, manche so ein bisschen eher wertbasierend, symbolischer Art. Aber immer versuchen wir absichtlich zu lachen, was eventuell ja auch in ein spontanes Lachen übergehen muss. Aber das ist gar nicht so wichtig. Wir können zum Beispiel die Übung machen mit den Lachfingern. Ja, wir haben einen Lachfinger, nein, wir haben zwei Lachfinger, genau. Und wenn sich diese Lachfinger berühren, dann muss man einfach lachen. Okay, wunderbar. Vielen Dank, dass du dir das Video angeschaut hast. Schau dir auch ruhig die anderen Videos an, wo ich das Lachyoga erkläre, mit den sogenannten 5 Punkten, den 3 Gründen, wo man Lachyoga lernen sollte. Auch wenn man so schon vielleicht genug lacht, vielleicht guckst du dir auch die 5 Vorteile an, die man haben kann, wenn man regelmäßig Lachyoga betreibt. Und ansonsten mach ruhig einen Workshop mit, hier bei YouTube oder sonst online, bei Zoom oder auch sogar als Präsenzveranstaltung bei mir. Ich freue mich auf dich und wünsche dir ganz viel Lachen. Und wie immer, Daumen nach oben. Kanal abonnieren. Vielen Dank.
Bis dann. Tschüss.